Willkommen, meine lieben Freunde, zum Finale des Baby-Pokémon-Plateaus, kurz BPP. Es geht ran gegen das Team Lazy Cakes, geleitet vom lieben Downy Downstar. Und das wird kein einfacher Kampf, denn Downy hat ein starkes Team. Er hat sein Team auch noch aufgebessert, indem er im Playoffs-Draft zwei neue Pokémon in sein Team geholt hat, unter anderem Lumpy für Ponita, was super gefährlich ist, also davor habe ich durchaus ein bisschen Angst, und Velursi für sein Bobungus. Ja, mein Team hat sich ja auch ein bisschen verändert, ich habe ja Wuffel zu Nasunit reingepackt und Knilz für Endivie. Knilz hat es dann leider doch nicht ins Team geschafft, Knilz war vielleicht für einen anderen Fall geplant, aber der ist nicht eingetreten und deswegen haben wir ihn nicht dabei. Wir haben mit dabei dafür Quabbel mit dem Evoliten, Bärensaft Magnetilo, Walscheiß Snubbull als kleine Überraschung. Ein Praktibike mit dem Evoliten, ein Wurfwitz mit dem Fokusgurt und Beerensaft Magby, das Bauchtrommel-Set. Hier habe ich lange überlegt, ob ich nicht lieber ein Leben-Orb-Set spielen soll, denn ich bekomme nicht gegen viel eine Bauchtrommel raus, aber ich könnte halt mit dem Switch-In oder auf den Switch-In eine Bauchtrommel rausbekommen, die mir dann den Sieg bringen könnte. Aber ja, mein Plan ist es, mit Wurfwitz zu leaden, direkt die Tarnschein rauszulegen und einfach Druck aufzubauen. Ich hoffe, dass es klappt, es wird nicht einfach, es ist das Finale, deswegen will ich das natürlich gewinnen. Vor allem auch als kleine Rache für den Kampf in der regulären Phase, als ich gegen Downy ein bisschen unglücklich verloren habe. Und wir sehen die ganzen Threads in seinem Team. Wir sehen Lumpy, wir sehen Nebulak, wir sehen Watzapf, wir sehen Fleckmon, Zorokex und Ganoviel. Keine wirklich große Überraschung. Nebulak ist ein großer Threat zum Beispiel, vor dem wir echt aufpassen müssen. So. Was hat er denn nicht dabei? Er hat Stahlil diesmal nicht dabei. Das finde ich auf jeden Fall interessant und auch gar nicht mal so schlecht, dass er es nicht dabei hat. Er hat natürlich seinen Arctip nicht dabei. Er hat seinen Kleinstein nicht dabei. Ist auch verständlich. Er hat seinen Velursi nicht dabei. Alles nachvollziehbar. Ha, er hat große Threads dabei. Große, große Threads. Mein Walscheiß-Snubbel kann halt wirklich eine gute Überraschung sein, weil es schneller als Zorokex und Ganoviel ist und echt Druck aufbauen kann. Aber Fleckmon muss erstmal weg. Das ist ja ganz wichtig. Wir müssen Fleckmon wegbekommen. Komme, was da wolle. So, mein Plan ist es, wie gesagt, die Tarnschöne früh zu legen. Er hat auch keinen Hazard-Entferner. Ich habe ja auch keinen. Deswegen, ja, würde ich sagen, leaden wir einfach mal mit Wuffels. Aber ich werde mein Lead noch nicht eintippen, weil die Sache ist, Wuffels als Lead-Pokémon ist jetzt nicht so abwegig. Und wenn ich das sofort eintippe, könnte sich Downy denken, okay, er hat safe ein Lead-Wuffels mit Notsituationen, Fokusgurt und so weiter und so fort. Dann counterleade ich da, weißt du? Aber ich habe halt Tiefschlag, was ganz gut ist, für sowas wie Nebulak. Ich habe einen Fokusgurt mit Notsituationen, was halt auch super praktisch ist, weil ich dann irgendwas noch töten kann. Oder halt auf einen KP runterhauen kann. Und ja, also töten ist ein bisschen, ne, ihr wisst Bescheid. Ah, Leute, ich bin aufgeregt. Er hat seinen Mon ausgewählt. Und, ah, Leute, ich zittere am ganzen Körper. Ich möchte das unbedingt gewinnen. Es ist das BWP-Finale, das letzte Draft-Turnier in Gen 7 und klassischer Level 50. Oh nein! Wir haben Level 50 eingestellt, ne? Ganz, ganz kritische Kiste. Also ich habe es eingestellt, weil wir hatten DC und da hatte ich es beim ersten Mal richtig eingestellt und beim zweiten Mal nicht. Also wir hatten schon vor dem Kampf in DC, noch nicht mal nicht, also vor der Team-Preview. RIP. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe hoffentlich meinen Wuffels ausgewählt. Ich merke gerade, ich habe jetzt einfach gerade Sachen gedrückt, aber ich glaube, ich habe meinen Wuffels ausgewählt. Alter, wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. So, wir sind auf jeden Fall wieder back. Das ist das Wichtigste. Es geht jetzt los. Ja, ich habe Drain an den Start geschickt und er wird natürlich wieder sein Ganoviel an den Start schicken. Und das ist gar nicht so bad. Denn die Sache ist, wir können unsere Tarnschöne rausholen und wir können danach coole Faxen machen. Okay, aber erstmal möchte ich aber uns was nachschauen. Ich erkläre euch gleich, welche Faxen ich machen möchte. Wir sind prinzipiell in einem Speed. Aber wir sind nicht unbedingt in einem Speed-Teil. Könnte schneller sein. Das ist halt nervig. Das ist durchaus eine nervige Sache, wobei es ist gar nicht so nervig. Ich glaube, er wird sowieso jetzt hier erstmal die Tarnstellen legen. Wir holen uns auf jeden Fall die Tarnstellen, das ist klar. Er geht selber auf die Tarnstellen. Okay, er ist schneller, das ist wichtig zu wissen. Er könnte auch in einem Speed-Teil sein, das ist nämlich die Sache. Wenn er Full-Speed-Adamant ist, ist er in einem Speed-Teil mit uns. Wenn er Full-Speed-Jolly ist, also ein frohes Wesen hat, ist er schneller um einen Punkt. Er war jetzt schneller. Wenn er jetzt aber in der nächsten Runde langsamer ist, dann ist das blöd, weil ich gehe jetzt auf Notsituation. Denn ich möchte ihn eigentlich auf einen KP einfach nur bringen. Ich glaube, das ist unser Play. Ja, zack, Notsituation. Er geht auf die Matschbombe. Interessante Taktik. Sehr, sehr interessante Taktik. Gut gemacht von ihm. Gut gemacht. Er bekommt auch die Vergiftung noch dazu.
hat er sehr, sehr gut gemacht. Denn so kann er meinem Wuffels so ein bisschen entgegenkommen. Meiner Wuffels-Taktik. Sehr schön gespielt. Matschbombe also für mein Snubbull. Interessant, interessant. Tarnsteine. Das ist nicht bad. Okay. Die Frage ist, behalte ich jetzt meinen Wuffels oder wechsle ich raus? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, den zu behalten. Also auf jeden Fall, die Tarnsteine bleiben auf beiden Seiten bestehen. Das ist halt eine wichtige Information hier aktuell. So, Timber will ich einmal kurz nachschauen, wie viel macht so ein Erdbeben auf dem. Ja, der macht mir ein bisschen zu viel Schaden aktuell. Deswegen überlege ich gerade einfach nur auf Tiefschlag oder so zu gehen, ein bisschen Chip noch zu gönnen. Ich glaube, groß rauswechseln lohnt sich hier aktuell nicht unbedingt. Ich will einmal kurz nachschauen, könnte mich ein Knock-Off killen? Also ist es eine Roll oder nicht? Weil, vielleicht geht ihr auf Knockoff, dann wäre vielleicht Notsituation mein Play, weil, wenn ich es überleben sollte, aber Knockoff killt mich eigentlich. Egal, wir gehen hier, denke ich mal, einfach auf Tiefschlag, gönnen uns noch ganz bisschen Chip auf dem Jungen. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Ja, das macht gar keinen Schaden. Er geht jetzt auf Erdbeben, killt mich. Okay. Damit ist der Junge schon mal weg. So, Erdbeben. So, was machen wir jetzt, ist die Frage. Was machen wir jetzt? Wir haben leider schon unser Wuffels verloren. Das mit so einer Situation hat nicht so gut geklappt. Leider, leider. Aber das ist okay. So. Wir haben jetzt hier einige Optionen. Snubbull gehen und ihm schon Walscher revealen ist nicht schlau. Vor allem, wenn er noch Flagmon als Switch-In hat. Wir könnten in Praktibike reingehen. Praktibike überlebt tatsächlich sehr, sehr viel von dem. Und kann auf einen Ableitipp gehen. Problem ist, dass er natürlich dann in sowas wie Flagmon gehen kann, ne? Ich könnte dann Abschlag drücken. Aber das ist halt auch so die Frage. Drücke ich dann Abschlag oder nicht? Weil was ist, wenn er drin bleibt, ne? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen muss. Alles so Fragen, die man sich stellen muss. Okay. Gucken wir mal ganz kurz. Slowpoke. Ja, ich glaube, ich werde auf Ableitipp gehen. Ja, weil er besiegt uns nicht mit Psychokinese, wir können danach immer noch auf Abschlag gehen. Und den ordentlich andamagen, also anschädigen. Weil Psychokinese killt uns halt auch nicht, dadurch, dass wir hier einen Evoliten tragen. Also ja, Ableitipp ist unser Play, weil wir bekommen dann auch die vollen KP, wenn er hier drin bleiben sollte und so. Ja, Ableitipp ist unser Play. Ich sehe ihn jetzt hier nicht ins Ghastly gehen, also in seinen Nebulak. Und die Sache ist, wir sollen eigentlich einen Zauberschein überleben, solange es kein Z-Zauberschein ist, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Er hat ja hier den Z-Move auf Nebulak raufgepackt und das ist tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Denn ich denke tatsächlich, dass er Z-Zauberschein spielt. Für sowas wie Praktibike oder auch für sowas wie jetzt meine Miniras zum Beispiel. Was ich nicht dabei habe. Generell ist Nebulak ein ganz großer Threat für mein Team. Er geht auf Erdbeben. Super. Bitte kein Crit, das wäre ein bisschen uncool. 23 KP auf 14 KP. Wir sollten uns ordentlich recovern können durch ein Ableitipp, was sehr wichtig ist. Deswegen wollte ich halt auch lieber auf ein Ableitipp gehen. Einfach für die Recovery. Und ja, das ist sehr schöner Schaden. Und Tempo Reap hätte sich am wenigsten gelohnt. Mussten mich nicht safe killen, das ist nämlich so die Sache. Und wenn er halt rauswechselt, ist halt Tempo Reap sehr wasted. So, ich bin halt jetzt bei 21 KP. Das heißt bei 87%. Wer in Nebulak geht, zeigt mir das so ein bisschen, dass er den Z-Move hat. Oder eine Roll mit dem Leben, ob Zauberschein eingehen will. Das wären so die beiden Sachen. Okay, Ganoville ist auf jeden Fall besiegt. Das schreiben wir uns schon mal auf. Also, mein Plan ist immer noch, um es nochmal zu erklären, wir müssen Flagmon wegbekommen. Denn dann kann Walscher Snubbull sehr viel machen. Es kann nicht automatisch gewinnen, aber es kann sehr viel machen. Okay, er geht in sein Nebulak rein. Er haut seinen Fred rein. Hier haben wir jetzt folgendes Problem, was ich euch gleich erläutern werde. Ich werde einmal ganz kurz noch was nachschauen, bevor ich euch das erläutere. Ja, das ist halt ein Problem. Also, Z-Spukball hat die Chance, uns eigentlich hier zu besiegen. Er wird wahrscheinlich auch Z-Spukball spielen können. Das ist halt auch die Sache. Denn ich habe überlegt, ob ich in Magnetilo gehe. Ich fange einen Z-Zauberschein ab. Oder ich fange halt eine Attacke auf jeden Fall ab. Und dann
aktiviert sich mein Bärensaft, was super praktisch ist, und ich bin wieder bei vollem KP und habe meine Robustheit. So. Problem ist aber, wie gesagt, wenn er auf Z Spukball geht, dann funktioniert das nicht, weil Z Spukball killt mich. Also er muss jetzt hier entweder Z Zauberschein oder Z Spukball einsetzen. Ich glaube, Z Spukball ist das Schlauste, was er gegen mich spielen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe aber, dass er es nicht hat. Und das ist jetzt gerade sehr schwer zu entscheiden. Weil ich brauche alle anderen Pokémon, die ich in meinem Team habe. Und Praktibike kann ich ja auch nicht opfern. Der ist viel zu wichtig für das Team. Das heißt, opfere ich hier Magnetilo? Sehr wahrscheinlich ja. Also wenn er hier auf Z-Spuper geht, dann wird es geopfert. Wenn er nicht auf Z-Spuper geht, wird es halt nicht geopfert. Das ist das Praktische. Ja, so machen wir das. Aber ich sehe tatsächlich hier den Z-Spukball. Alles andere würde mich hart wundern. Und das finde ich schade. Aber dagegen können wir am Ende des Tages nichts machen. So, das ist... Ja, das ist der Z-Spukball. Damit ist Magnetilo down. Wie gesagt, alles so wie erwartet. Leider, um ehrlich zu sein, ich würde mir sehr wünschen, dass ich das nicht predicted hätte. Ich dachte ganz kurz, oh, ist das doch der fehlende Z-Move, weil das Ganze so ein bisschen rosa geleuchtet hatte. Z-Move, Z-Kristall, aber nee. Ja, das wird mich auf jeden Fall wegböllern. Das ist klar. Ist natürlich ein bisschen uncool. Aber das damit müssen wir leben. So, folgende Sache jetzt. Wir könnten in Magby gehen und ihn rausforcieren. Weil wir schneller sind. Das wäre eine Option, die ich eigentlich gar nicht so bad finde. Und dann halt super viel Druck aufbauen. Oder wir gehen halt Snowball zeigen, dass wir gewaltschaltet sind und gehen auf Knirscher. Schwierig. Was ist, wenn aber er drin bleibt und dann stirbt mein Magby und hat das alles nichts gebracht? So, das wäre natürlich schwierig. Ich könnte straight in Snowball gehen und dann auf den Knirscher gehen. Ah, das ist alles sehr, sehr schwierig. Mein Herz sagt mir, so folgende Situation. Mein Herz sagt mir, dass wenn ich in Magby gehe und ich Bauchtrommel drücke, er drin bleibt und mich killt. Aber irgendwas ruft mich und sagt mir, nein, er wechselt in Phlegmon raus. Er lässt seinen Nimbudak nicht drin. Aber Downy ist schlau. Der hat Angst vor einem Belly Drum. Ich glaube, wir können das einfach nicht machen. Ich glaube, wir gehen hier sogar tatsächlich in Snubbull rein. Und ja, knirschen ihn dann eine Runde. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist unser Play. Ich hoffe es tatsächlich. Wir sind auf jeden Fall schneller. Er hat keinen Wahlschall. Wir gehen hier auf Knirscher. So, und dann gucken wir mal, was er macht. Wie gesagt, unser Plan steht eigentlich immer noch. Unser Plan steht immer noch. Lumpy macht mir noch ein bisschen Angst, weil der Gewaltschalt sein könnte und durchaus gefährlich aussieht. Wenn er Gewaltschalt ist. Sonst sehe ich halt nicht viele Wahlschaltoptionen in seinem Team. Ich glaube nicht, dass der Phlegmon Gewaltschalt spielt. WhatsApp vielleicht. Aber da sehe ich eher wieder das Lehmob-Set. Naja, Zorokex auch eher weniger. Das heißt, ich hoffe aktuell, dass er keinen Wahlschallnutzer hat. Oder dass ich seinen Wahlschallnutzer schnell ausfindig machen kann und neutralisieren kann. Okay, er wechselt auf jeden Fall raus. Fastpoke kommt rein. Wir treffen das auch mit einem Knirscher. Gucken einfach mal, wie viel Schaden das macht. Er gönnt sich Tarnschildschaden und dann kommt der Crunch. Macht über 50%. Slowpoke. Crunch nach Tarnstein. Sollte ihn one-shotten können. Ich glaube, wir gehen hier nochmal auf Knirscher. Wobei ich ihn hier vielleicht rauswechseln sehe. Wenn ich ehrlich bin. In sowas wie Scraggy. Ich glaube tatsächlich, mein bester Play ist es hier in Quabbel zu gehen. Denn... Oder? Warte mal ganz kurz. Warte. Kurz überlegen. Die Sache ist nämlich, dass ich mit Quabbel einen Hit safe überlebe und dann auf Zauberschein gehen kann und ihn besiegen kann. Was gar nicht so blöd wäre. Ich könnte aber auch in Okodo gehen und auf Drain Punch dagegen gehen. So ist es nicht, ne? Aber es ist halt auch wieder so ein Prediction-Spiel mit Abschlag und Drain Punch und so. Und das nervt halt auch hart. Das nervt halt hart.
Okay, okay, okay. Kurz überlegen. Was machen wir am besten? So Timber. Okodo, das Timber. Ich sehe ihn hier nicht drin bleiben, um ehrlich zu sein. Gegen Scraggy. Wie viel macht er mit Turmkick? Halt nicht so viel. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Midground, ne? Oder wir gehen halt einfach in Quentin rein. Das wäre halt auch eine Option. Die mir aber persönlich nicht so sehr gefällt. Ich gucke gerade noch was nach. Ich bin gerade kurz still, Leute. Ich muss einmal sonst was kalken. Okay. Ich mache den Okodo-Play. Denn die Sache ist, dass WhatsApp mein Quentin nicht besiegt mit einem Donnerblitz. Und das ist wichtig. Und deswegen will ich den nicht anschippen lassen durch einen Knockoff. Deswegen mache ich hier eher den Praktibike-Play. Ja genau, er geht in Dreiviertelhose. Ich mache eher den Praktibike-Play, weil die Sache ist, ich könnte ihn dann killen mit Zauberschein. Ja, wäre ein cooler Surprise-Kill, also Überraschungskill mit Zauberschein vielleicht. Bringt mir aber nicht allzu viel. Das ist das Problem an der Sache. Ich glaube, ich gehe hier auf Ablighty. Ich glaube schon, oder? Timber Okoto gegen ein Scraggy. Irgendwie so Dragon Dance Set, ne? So, könnten jetzt eigentlich auch einfach auf Drain Punch gehen. Wenn wir rauswechseln Gasty, dann ist das so. Aber wir sollten dann mit Abschlag eigentlich gehen können. Ja, wir gehen auf Ablighty. Genau, er geht auf Abschlag, will meinen Evoliten abhauen. Das war fast schon zu erwarten. Wir gönnen uns jetzt den Ablighty. Heilen uns dadurch sehr gut hoch. Machen leider ein bisschen zu wenig Schaden, auch durch den Bedroher. Der ist auf jeden Fall ein bisschen bulkier. Oder bulkier ausgelegt. So, der nächste Ablighty reicht logischerweise aus. Jetzt haben wir aber auch keinen Evoliten mehr. Das heißt, Turmkick macht mehr Schaden. Wir können aber nicht hier mit einem Abschlag predikten, dass er irgendwie rauswechselt. Das können wir nicht machen. Auch wenn ich ihn eigentlich sehe. Ich sehe ihn eigentlich jetzt predikten. Also mit einem Ablighty predikten und rauswechseln. Und wenn ich dann auf Abschlag gehe, auf sein Nebulak zum Beispiel, wäre das halt insane. So, macht er das, ist die Frage. Tut er das? Killt Knockoff plus Tempoheap, das könnte killen. Das heißt, ich könnte im Fall der Fälle ihn knocken und dann Tempoheapen. Ich glaube, Knockoff ist hier mein Play. Weil Turmkick killt mich nicht. Ja, doch, doch. Ich glaube schon, weil ich kann ihn nicht hier safe in Nebula reingehen lassen. Ghastly ohne Life Orb. Oder ich guck mal ganz kurz, wir haben ja jetzt keinen Evoliten mehr. 21 KP. Ja, wobei, der killt mich nicht, ne? Außer mit Dazzling Gleam. Und den wird er halt wahrscheinlich drauf haben. Ja, das ist das Problem. Wir gehen auf Abschlag. Okay, geht auf die Erholung. Das ist interessant. Damit kann ich leben. Weil wir bekommen seinen Evoliten weg, was wichtig ist. Das ist sehr, sehr wichtig. So, er hat doch diese Fähigkeit Chat-Skin. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht triggert. So, Evolit ist erstmal weg. War sogar ein Crit. Ich glaube nicht, dass der krass gemattert hat. Ja, wir gehen einfach auf Ablighty, würde ich fast sagen. Let's go. Jetzt ist nämlich sein Evolit weg. Und jetzt macht Ablighty halt schon viel, viel mehr Schaden. Wir könnten auch Double-Abschlag drücken, habe ich kurz überlegt. Er geht jetzt raus in Fast-Puck, okay. Habe ich kurz überlegt, Leute. Wäre halt insane gewesen, ne? Ah, schwierig. Hat er auf jeden Fall gut gemacht. Hat er gut gemacht. Aber eigentlich ist es doch unser Play, trotzdem auf Abschlag zu gehen, oder? Wir wollen den immer noch weghauen für unser Snubbull. Und mit Knuddler Snubbull hier irgendwie durchgehen. Snubbull. Unser Zerg, ne? Mit dem Walschal. Wie viel macht er mit einem Knuddler gegen einen Ghastly? Er tut Chaotin, was auch praktisch ist. Ich glaube, wir gehen hier auf den Abschlag. Oder wechsle ich hier raus? Ah, oh, schwierig. Wenn ich den weghauen kann und Evolit wegbekomme, ist das natürlich sehr praktisch. Aber bringt das groß was aktuell? Und da gehe ich nicht lieber in Quabbel. Aber Quabbel ist praktisch, weil ich damit auch was überlebe von WhatsApp. Von dem will ich eigentlich nicht anschippen lassen. Das ist halt so das Problem aktuell. Wir knocken den. Also wir gehen auf Abschlag. Schwierige Situation.
Das ist so ein Play, der ein komplettes Game entscheiden kann schon. Also so die Basis legt. Und deswegen, aktuell gibt es viele Entscheidungen, bei denen ich mir sehr unsicher bin. Wie ist das Game beeinflusst, wie ist das Spiel beeinflusst. Und das ist so eine Entscheidung, bei der ich mir vielleicht im Nachhinein denken könnte, okay, das hat vielleicht den Ausgang des Spiels beeinflusst. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass wir so oder so gewinnen. Das werden wir jetzt sehen. So, jetzt kommt ein Spukball interessanterweise. Sehr, sehr interessant, okay. Das ist super für mich. Wir gehen nochmal auf Abschlag all day long. Das ist klar. Das Ding ist weg. Sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Spukball hat er uns interessanterweise gezeigt. Spukball. Das schreibe ich mal sonst jetzt so auf. Okay, 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 okay. Pack die Bike. Du bist ein guter Boy. Du bist ein guter Boy, Mann. So, Fleckmon ist weg. Jetzt hat er noch Wattzapf. Zurokex. Ein schlafendes Zurokex. Schlafend. Müsste ein Sleep Turn verbraten haben. Ich schreibe auch mal auf Erholung, Abschlag. So, da kommt jetzt Nebulak rein, der große Fred. Der große, große Fred. Aber dieses Wahlschein, Snubbull ist halt immer noch insane. Nice. Das kann so wichtig sein. Okay, ich muss jetzt einmal kurz Sachen nachschauen. Magby. Heute kalk ich sehr viel, aber ich will das auf jeden Fall gewinnen. Ich versuche auch meine Gedankengänge gut zu erklären währenddessen. Ich hoffe, es gelingt mir, Leute. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass es bisher unterhaltsam ist, auch eben aus einer taktischen Perspektive. So, ich habe das Problem. Also ich habe überlegt, ob ich jetzt in Magby reingehen möchte. Und schauen kann, ob ich vielleicht einen Hit überlebe. Einen Spukball, aber kann ich nicht. Nach Tarnschein überlebe ich keinen Hit. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss jetzt was abwerfen. Jetzt muss ich gucken, was ich aktuell am ehesten gebrauchen kann. Sache ist, Magby ist halt schneller als Nebulak, was praktisch ist. Magby ist schneller als WhatsApp, was praktisch ist. Und Praktibike hat das Problem, dass Praktibike keinen Evolit mehr hat. Ich habe das gerade sehr gut formuliert, ich weiß. Deswegen sollte ich ihn wahrscheinlich abwerfen. Er ist bei 14 KP. Ja, ich soll ihn abwerfen, weil jetzt kann auch WhatsApp ihn besiegen. Ich weiß nicht, ob Lampi eine Möglichkeit hat, ihn zu besiegen. Ich sehe ihn halt auf dem Wahlschuss-Set. Ja, hat er auch. Deswegen, ich glaube prinzipiell, dass mein Play hier es einfach ist, auf Abschlag zu gehen und den zu opfern. Matschbombe kommt. Die sollte mich killen. Und damit ist der halt schon mal weg. So. Wir gehen auf jeden Fall in Snubbull rein. Komme, was da wolle. Folgende Sache jetzt, Leute. Ah. Leute. Was mache ich jetzt? Ich kann auf Knirscher gehen. Hab dann das Problem, dass Zenscraggy reinkommt. Das ist durchaus ein Problem. Deswegen muss ich gerade überlegen, was ich da mache. Da muss ich gerade gut drüber nachdenken. Ah, was mache ich hier, Leute? Was mache ich denn hier? Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es gerade nicht, was ich tun soll. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Denn ich gehe gerade ein paar Szenarien durch schon in meinem Kopf. Es tut mir leid, mein Commentary ist gerade sehr, ne, also ich bin gerade in mich gekehrt und so, weil ich gerade ein paar Szenarien durchgehe und gucke, ob gewisse Sachen klappen könnten. Ich gehe nämlich gerade durch, so. Guck mal, was ist, wenn wir auf Knuddler gehen, auf seinen Scraggy und hauen ihn weg? Super nice, GG. Wenn wir aber jetzt hier auf Knirscher gehen, auf seinen Scraggy, haben wir ein Problem. Weil dann müssen wir auf seinen Scraggy in Magby gehen. Er kann seinen Sleep Turn verbraten. Ich könnte zwar auf Bauchtrommel gehen, dann hätte ich mein Item verloren und dies und das. Dann würde der Abschlag weniger Schaden machen. Aber ich glaube, das würde nichts bringen. So, anderes Problem. Was, wenn ich jetzt auf Knuddler gehe, das predikte. Aber dann geht er halt einfach, er bleibt halt einfach drin. Dann verliere ich. Das kann ich nicht machen, ich gehe auf Knirscher. Sehr wichtig. Oh, ich habe nicht den Predict-LP gemacht. Ich habe nicht den Predict-LP gemacht. Super wichtig. Davor hatte ich Angst. Davor hatte ich Angst. Okay.
haben nicht den Predict-LP gemacht. Ich habe safe gespielt und Nebulak ist weg. Aber wir sind noch weit davon entfernt, safe gewonnen zu haben. Weit davon. Wir können das immer noch ohne Probleme verlieren. Wir haben nur einen der anderen Freds schon mal weggehauen. Aber er hat noch Lampi, was ich noch gar nicht gesehen habe, was Gewaltschalt sein kann. Er hat noch WhatsApp, was ich noch nicht gesehen habe. Und er hat noch Zorukex, was aber schläft. Aber halt auch aufwachen kann durch die Fähigkeit Shed Skin. Ich guck gerade nochmal, wie die funktioniert. Scraggy, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Genau, Expidermis. Ein Drittel Chance, genau, ein Drittel war es. Da war ich mir noch ein bisschen unsicher, ob sie vielleicht höher war, aber ein Drittel, genau. Er hat ein Drittel Chance, jede Runde aufzuwachen. Also die, den Schlaf zu heilen. Also er hat sowieso noch einen Safe, einen Sleep Turn und danach wacht er auf. Okay, er geht in den Fisch rein, okay. Der Junge ist ein Problem. Ein großes, großes Problem. Und hier sind wir jetzt wieder beim nächsten Fred, Leute. Beim nächsten Fred. Ah, sehr nice. Okay. Ich würde mir gerade wünschen, dass ich ein speziell defensives Dingens hätte. Quabbel. Aber physisch defensiv war schon sinnvoll gegen einige seiner physischen Freds, die er sonst so mit hätte haben können. Er hätte auch sowas wie Flosi mitnehmen können. Und der wäre echt sonst gefährlich gewesen. Nur warum speziell defensiv ist wahrscheinlich das meiste tankt, außer er hat halt Brutal Swing als Angriff. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir sind hier im Hier und Jetzt. So. Snubbull gegen Chinchu. Wie viel mache ich mit Knirscher? Viel zu wenig Schaden. Aber er killt mich auch nicht mit Hydropumpe so easy. Aber ist eine Roll wahrscheinlich ab dieser Range. Ich bin jetzt bei 19 KP. Ja, dann wäre es eine Roll. 50% Chance zum Oko mit einer Hydropumpe. Ja. Folgendes Problem. Er muss doch jetzt hier eigentlich auf Donnerblitz oder Voltwechsel gehen, oder nicht? Das ist halt immer sein Play. Es ist auf jeden Fall sein Play, jetzt zu Volt wechseln. Das heißt, mein Play ist es, in Magby zu gehen. Auf den Volt-Wechsel. Ja. Mein Play ist hier, Magby reinwechseln. Quentin kann ich noch nicht reinwechseln. Nee, kann ich nicht. Ich habe auch nicht Water Absorb als Fähigkeit, sondern Tastfluch. Was tatsächlich uns in diesem Kampf auch noch sehr helfen kann. Und er weiß es halt aber auch nicht, dass ich kein Tastfluch habe. Ja, wir gehen in Magby rein. Sein bester Play ist Voltwechsel, wenn er ein Walscher-Set spielt. Weil er dadurch nichts eingeht. Keine Rolls oder sonst was er hat. Er bekommt Safe-Damage auf Snubbull. Genau, er geht auf Voltwechsel. Perfekt. Dann sollte sich der Bärensaft aktivieren, was auch wichtig ist. Dann sind wir wieder bei vollem KP. Das ist halt wichtig. Die Sache ist, Voltula, oder WhatsApp meine ich, hauen wir weg. Und wir könnten halt überlegen, ob wir Bauchtrommel einsetzen gegen Scraggy. Und dann ist es eigentlich nur noch eine 30% Chance, dass er gewinnt, möglicherweise. So wie ich das aktuell sehe. Eine 33, 3%ige Chance. Also eine Eindrittel Chance halt, ne? Weil ich könnte eine Bauchtrommel rausholen gegen Scraggy. Und dann gewinne ich. Das heißt, sein Play ist eigentlich in WhatsApp gehen. Er muss eigentlich in Wattzapf gehen und das opfern. Das ist, glaube ich, ein Missplay. Er kann es trotzdem jetzt 100%ig gewinnen. Aber ich erkläre euch, wieso das wahrscheinlich ein Missplay ist. Die Sache ist nämlich, wenn ich jetzt meinen Bauchtraum rausbekomme und er nicht aufwachen sollte, weil eine Runde schläft er normalerweise safe durch Erholung. Ich weiß nicht, ob er Schlafrede hat, aber ich glaube nicht. Er hat einfach Shedskin, also die Fähigkeit Expidermis plus Erholung wahrscheinlich als Taktik. Dann hat er noch Abschlag, Turmkick und Drachentanz, gehe ich mal von aus. So. Wenn er schläft, gewinne ich das, wenn wir auf plus 6 sind, weil ich Tempo-Eep habe. Wenn er aufwacht, ist alles gut für ihn. Und hier haben wir das Problem. Deswegen glaube ich, dass das ein Missplay ist, weil er hätte, glaube ich, eher WhatsApp sacken sollen, dann in Chinchu gehen müssen und Hydro-Bombe drücken müssen. Ich glaube, das wäre eher sein Play gewesen. Und das ist auch wieder 50. Ah, ich glaube, ah, vielleicht muss er das machen. Okay, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was machen wir hier in der Situation? So. Wir haben Flammenlitz im Set, ne? Ich möchte ganz kurz mal mein Set nochmal in den Kalk reinpacken. Mr. Zerd. Mr. Zerd, nicht Mr. Zerd. Scraggy. Drangdance Sweeper. Also Flareblitz ohne Evolit. Macht 72-86%. Ah. Das hilft mir nicht wirklich viel. Ich muss ihn eigentlich mit. Ich muss eine Bauchtrommel rausbekommen. Ich muss eine Bauchtrommel rausbekommen. Dass ich safe gewinne. Wenn ich auf Flammenlitz gehe, ihn nicht weghaue, dann gehe ich in Snubbull rein.
dann gewinnt dieses Chinchu. Dieses Lumpy. Ich muss auf Bauchtrommel gehen. Ich muss jetzt aufs Ganze gehen. Wir müssen hoffen. Ich kann gar nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Er schläft tief und fest. Ist das der Sieg? Schlafrede. Okay, bitte, bitte, bitte. Kein Angriff. Kein Angriff. Kein Angriff. Erholung! Er hat tatsächlich Rest Talk. Es tut mir leid, dass ich gerade so ausgerastet bin. Wir gehen hier auf Tempo Heap und besiegen ihn safe. Ich habe lange debattiert, ob ich einen Bauchtrommel oder Leben Offset spielen soll. Ich habe es am Anfang gesagt. Das hat uns das Match gewonnen. Und ganz ehrlich, das war jetzt, dadurch, dass er doch Rest Talk hat, war es kein Missplay. Sondern er hatte wahrscheinlich trotzdem Expidermis. Er hatte Bedroher, never mind. Ich rede jetzt von Expidermis. Er hatte Bedroher, ich bin blöd. Er geht da so schnell rein. Also vielleicht hat er noch eine Option, um zu gewinnen. Also ich will jetzt noch nicht dingsen. Ich muss erstmal ganz kurz gucken, ob plus 6 Machpan, also Tempo-Heap ausreicht. Naja, auf jeden Fall. Er hatte halt Rest Talk und damit hatte er 2/3 Chance, um mich zu killen und 1/3 Chance, Erholung zu bekommen. Also eine Erholung zu bekommen. So, folgende Sache. Ist er Gewahlschalt? Was ist mein bester Play? Was ist mein bester Play? Moment. Ich muss einmal sonst überlegen. Wenn nämlich Gewahlschalt hier drauf ist und Double Scarf spielt, was super crazy wäre, dann überlege ich gerade, ob Tempo mein Play wäre. Nee, wäre es nicht, weil ich kann sowieso an den Snubbull gehen und dann mit Knuddler ihn killen, oder? Ich guck gerade, Snubbull. Sky. Ja, Knuddler killt den. Das heißt, mein Play ist es einfach. Oder? Doch. Mein Play ist es, Flammblitz zurück, weil Tempo ihn sowieso nicht killt. Ja, Flammblitz. Er ist Gewahlschalt. Alter. Spielt er Double Scarf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Oh, das macht gerade alles anders. Okay. Wir verlieren das hier gerade noch. Ich glaube schon. Wir könnten es echt gerade verlieren. Ja. Oh, Leute. Ich glaube, wir verlieren das. Ich hätte Tempo, glaube ich, drücken müssen. Tempo drücken müssen. Okay, ich muss kurz überlegen. Ich muss kurz in mich gehen und überlegen, wie ich das hier gerade gewinne. So, Snubbull Sky. Ich bin bei 19 KP. Beziehungsweise bei 17 KP, wenn ich reinkomme. Er ist nicht gelife-orbt. Play Rough killt ihn aber eigentlich. Warte mal, Chinchu, wird Chinchu gekillt? Bulky Pivot. Ne, ich glaube, mein Play ist es erstmal in Quabbel zu gehen, auf Siedewasser zu gehen, um ihn anzuchippen. So ein Energy Ball, irgendwas halt, um ihn anzuchippen. Und dann mit Erdbeben Snubbull durchgehen. Joltik. Ja. Das ist mein Play. Alter, wenn ich das jetzt verliere und das alles an dem Tempo-Play gelegen hat, dann tut's richtig hart weh. So, er hat kein Leben-Orb, Donnerblitz killt mich in keiner Dimension. Wir gehen auf Zauberschein, das macht den meisten Schaden gegen seine letzten beiden Pokémon. Ich kann nämlich nicht auf Siedewasser gehen, auf seinen Quabbel, auch wenn ich... Ja, nee. Wir gehen auf Zauberschein. Das ist der Play hier. Das ist hundertprozentig der Play. Er geht auf Donnerblitz. Das sollten wir überleben. Kein Crit oder so. Keine Para. Tastfluch aktiviert sich. Das macht es jetzt gerade sehr interessant. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Außer er spielt Double Scarf. Es kommt halt wirklich darauf an, ob er Double Scarf spielt, Alter. Wer Double Scarf spielt, ändert sich halt einiges. Ich gehe jetzt auf Genesung. Er verzweifelt ja, ne? So gesehen jetzt hier erstmal. Deswegen, Leute, Tastfluch war der Play. Ich gehe auf Genesung. Und die Sache ist, ich darf seinen Beerensaft nicht triggern. Weil ich glaube, dass er hier den Beerensaft drauf hat.
Chinchu. Ich glaube, dass er hier den Beerensaft drauf hat. Ich glaube, ich muss nochmal auf Genesung gehen. Ich glaube, Zauberschein könnte seinen Beerensaft triggern. Ja, wir gehen nochmal auf Genesung. Okay, er geht selber auf Zauberschein. Er will meinen Beerensaft triggern. Tassfluch. Leute. Oh, Tassfluch, ich hab's gesagt, Leute. Der Tassfluch ist insane. Ja, wir gehen weiter auf Genesung. Das ist unser Play. Ich darf seinen Beerensaft nicht triggern. Er geht auf Siedewasser, okay. Okay, kann dann Tassfluch nochmal wirken? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber wir gehen weiter auf Genesung. Genesung ist immer unser Play. Ich darf seinen Beerensaft nicht triggern, weil Energieball killt ihn halt ab der Range nicht. Und Zauberschein könnte ihn genau... Ha, es ist schwierig. Das geht nicht. Das darf ich nicht machen. Jetzt kann er sich den Burn gönnen. Ha, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Wenn ich auf Energieball gehe und ihn nicht kille... Ja, das ist problematisch. Warte mal, er hat zweimal Rocks gefressen, ne? Das heißt, er ist bei 76%. Das heißt, was für eine Chance haben wir, ihn zu killen? 6,3% Chance, ihn zu killen. So, wie viel macht Dazzling Gleam? Ja, Dazzling Gleam macht über 50%. Das ist das Problem. Scald könnte... Ich glaube nicht, dass er Water Absorb spielt. Das heißt, Scald könnte den Damage machen, den ich brauche. Aber er könnte dann geburnt werden. Ja, genau. Scald macht unter 50%. Das heißt, er könnte dann aber den Damage bekommen durch Burn. Dann ist er bei 100%, was problematisch wäre. Dann kann ich überlegen, ob ich jetzt hier Energieball drücke. Dann mache ich vielleicht 64%. Das heißt, ich komme auf 12, 56. Ne, er müsste immer noch passen. Ich glaube, ich kann auf Energieball gehen. Ja, wir gehen auf Energieball. Ich glaube, wir können auf Energieball gehen. Selbst wenn sich der Beerensaft triggert. Weil er sollte dann immer noch nicht in der Range sein, dass Erdbeam ihn nicht killt. Müsste alles safe sein. Okay, es killt so oder so. Okay, er ist gar nicht so defensiv ausgelegt. Ach, Leute. Alles safe, alles safe. Ich habe gerade das Endgame ein bisschen weird gespielt. Aber ich glaube, wir haben das jetzt gewonnen. Wir haben das gewonnen. Es tut mir leid, ich habe das Endgame sehr weird gespielt. Ich war super übervorsichtig. Ich habe an zu viele Dinge gedacht. Und das war ein Fehler auf jeden Fall von mir. Aber solange er jetzt hier nicht crittet oder parat und full parat, sollten wir hier gewonnen haben. GG, Leute, damit haben wir das BPP gewonnen. Ich habe 2/3 des Kampfes, denke ich mal, optimal und solide gespielt. Das letzte Drittel habe ich zu übervorsichtig gespielt, hat jetzt Glück mit Tastfluch. Ich weiß nicht, inwiefern das gemattert hat. Ich war halt zu übervorsichtig, weil ich wollte seinen Beerensaft nicht triggern. Und dann dachte ich, okay, wenn ich seinen Beerensaft triggert, ist er nämlich in einer Range, in der mein Erdbeben nicht killt. Und dann habe ich das Problem, wenn er auf Voltwechsel geht, dann holt er seinen WhatsApp rein. WhatsApp können mich vielleicht killen, je nachdem. Weil Donnerblitz plus Voltwechsel killen halt frillisch. Dann gehe ich ins Lubbel rein. Kann zwar WhatsApp killen mit Erdbeben, aber sein Chinchu nicht, sein Lampi. Und dann verliere ich. Das war halt mein Gedanke in dem Moment. Deswegen habe ich so weird gespielt. Ja, Tassfluch war am Ende des Tages sehr lucky. Aber die Frage ist auch, inwiefern das gemattert hat. Denn Chinchu war scheinbar nicht Gewahlschalt, so wie ich das ja gerade eben gesehen habe. Das heißt, ich hätte dann mein Quabbel zwar verloren, aber Wahlschalt Snubbel wäre reingekommen, hätte Erdbeben gedrückt gegen das WhatsApp. Solange Donnerblitz nicht crittet oder parat, ist es tot. Weil er kann mich... Also ist mein Snubbull nicht tot, sage ich. Weil Snubbull überlebt auf jeden Fall safe einen Donnerblitz, weil es kein Leben-Offset ist. Dann kann ich ihn mit Erdbeben killen. Dann kommt Chinchu rein. Erdbeben killt ihn auch. Und alles ist safe. Also ich habe das am Ende zu sicher gespielt. Aber ich denke mal trotzdem verdient gewonnen. Leute, wir haben das BPP gewonnen. Ja, nice. Okay, sorry. Ich musste mich jetzt einfach nochmal final freuen. Sorry dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das gefallen hat. Und gerne Kommentare in den Chat, in die Kommentare rein. Und schaut bei Downy vorbei. Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall. Super sweeter Boy. Bis dann und ciao.